Für alle Splatter-Fans kann man seit gestern auf Netflix einmal mehr bewundern, was man so alles mit einer Kettensäge machen kann. Denn seit gestern läuft dort The Texas Chainsaw Massacre. Dante und Melody sind mit Kochvideos im Internet bekannt geworden und konnten dabei ein nettes Sümmchen zur Seite legen. Nun wollen sie in der texanischen Kleinstadt Harlow gemeinsam mit Melodys Schwester Lila sowie Freundin Ruth wieder etwas Freude in das verschlafene Nest bringen, eine Galerie sowie Restaurant eröffnen und ihre ganz eigenen Ideale verkörpern. Was sie dabei aber nicht wissen, vor 50 Jahren trieb hier der Serienmörder Leatherface sein Unwesen und nach wie vor scheint er in Harlow zu leben. Doch dann passiert etwas, was die Mordlust in diesem Monster wiedererweckt, und die kleine Stadt wird von einer Brutalität überzogen, die seinesgleichen sucht. The Texas Chainsaw Massacre geht ohnehin nur knappe 83 Minuten, wobei es sogar bloß 74 sind, weil der Film 9 Minuten Abspann hat, hat eine Netflix-Altersfreigabeempfehlung von 18 Jahren und ist dort seit dem gestrigen 18. Februar 2022 anschaubar und ist ein Horrorfilm und eine direkte Fortsetzung bzw. als direkte Fortsetzung angedacht vom Original von 1974 von Tobe Hooper und hier inszeniert von David Blue Garcia, der erst an Bord des Regieposten kam, nachdem die Brüder Ryan und Andy Tohill nach der ersten Drehwoche von diesem Posten verschwunden sind, und erzählt eben hier die Geschichte von Harlow, eine kleine Gruppe von sehr hippen Stadtmenschen, die in das kleine verschlafene Nest kommen. Man fährt mit dem Tesla vor, man hat mit der ganzen Influencer-Background so ganz klare Ansätze und Ideen von dem hippen Stadtleben, und das trifft auf das Dorfleben, was ja eigentlich so rückständig, so anders, so altbacken daherkommt. Im Grunde Klischees, die wir immer wieder mal in Filmen erleben und gleichzeitig aber auch in Horrorfilmen gerne nochmal ganz speziell. Und dann wird dann aber ganz schnell mal an der moralischen Schraube bzw. der Doppelmoralschraube gedreht, wenn es darum geht, jemanden vor die Tür zu setzen, obwohl man das vielleicht so eigentlich gar nicht dürfte. Und das ist erst einmal ganz interessant. Und trotzdem verzettelt sich der Film damit grundlegend, dass er erst versucht, unseren Hauptfiguren irgendwie so ein bisschen Hintergrund zu geben. Es gibt zum Beispiel eine völlig deplatzierte Amoklauf-Geschichte, die dann so ein bisschen genutzt wird von einem Motiv einer Hauptfigur, dass es immer wieder Erinnerungsflashbacks gibt und man sich im Grunde nach Texas, The Texas Chainsaw Massacre fragt, okay, warum brauchte man das genug? Vor allem, weil dann irgendwann Leatherface im Grunde einmal komplett ausrastet und am Anfang den ersten Kill abliefert, wo du schon denkst, okay, das ist auf eine gewisse Art und Weise beeindruckend. Der Film ist brutal, bei weitem jetzt nicht so brutal wie aktuell The Sadness, der in den Kinos läuft. Aber für alle, die eh zu Hause lieber Netflix gerne mal laufen lassen und Horror und vor allem dann Splatter mögen, gibt es hier schon echt einige Dinge, wo man denkt, okay, da hält die Kamera volle Möhre drauf, ist eine Schlachtplatte, und vor allem wird das dann irgendwann auf sehr beengtem Raum sehr, sehr blutig, und da sind so einige Kettensägen-Moves dabei, die sind fast schon ein wenig ikonisch, die versucht man nochmal aufzugreifen. Und grundsätzlich wirkt es auch so ein bisschen angelehnt oder beziehungsweise wie so ein kleiner Tritt in Richtung der aktuellen Halloween-Reihe, weil die ja auch direkt an das Original anknüpft und die ganzen Sequels und Nebengeschichten dabei ignorierte und vor allem auch die Hauptfigur auch hier wieder in The Texas Chainsaw Massacre auftritt und dem alten Peiniger versucht, den Garaus zu machen. Insofern, klar, auch meine Verbindung Richtung Laurie Strode aus den Halloween-Filmen, ist das so etwas, wo man so definitiv merkt, ah, okay, hier entdeckt man etwas wieder. Dennoch ist unterm Strich The Texas Chainsaw Massacre, und das finde ich jetzt nicht schlimm, sehr vorhersehbar. Er ist sehr blutig, aber er hat irgendwie etwas, wo ich immer wieder dachte, dem fehlt so ein eigener Drive, dem fehlt so eine eigene Substanz, auf dem dieser Film wandelt, und mehr als halt komplettes Herum- und Weggemetzle. Und das ist wirklich das, woran man sich in erster Linie richten sollte, ist dann auch wirklich nicht zu sehen, weil eben diese Hauptfiguren, die wir so erleben, diese Gruppe aus vier jungen Menschen und von denen vielleicht nach und nach nicht mehr alle dabei sein werden, nicht so viel zu bieten hat, als dass es einem so wirklich nahe gehen würde. Wer überlebt jetzt was, wann, wie genau? So ging es zumindest mir. Vielleicht ist es bei euch völlig anders, wenn ihr euch hier Texas Chainsaw Massacre anschaut. Aber wiederum findet man manchmal auch ganz schöne Bilder zwischen der Modernität eines Autopiloten und denn, also ich mag kurzum unter anderem ein Schlussbild, was hier aufgegriffen würde. Und so schlagen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Ich hätte nicht gedacht, dass dieses The Texas Chainsaw Massacre so brutal wird auf Netflix in erster Linie, und deswegen habe ich es allein deswegen okay gern geschaut, aber schaue ich dann so ein bisschen hinter die Kulissen, ist es wenig, was sich außer dem Schauwert der Brutalität wirklich abhebt und auch innerhalb dessen jetzt nicht extrem kreativ daherkommt. Und so ist es eine Nummer, die habe ich mir okay einmal angeschaut, aber die wird jetzt bei mir nicht verweilen in irgendeiner besten, aber auch nicht unbedingt in irgendeiner schlechtesten Liste, und das liegt vor allem aber auch daran, dass dieser Film eben im Grunde neben seiner Vorhersehbarkeit viele Dinge abruft, die so ein gewisses Genre-Klischee haben, wo man auch, wenn man Jahrzehnte
derjenige zurückguckt in der Horrorwelt, vielleicht früher noch so die Augen zugehalten hat oder sogar gesagt hat, diese Art Film muss indiziert werden, aber gerade in der neueren Welt oder in den neueren auch Serienbereichen erleben wir immer wieder Dinge in diese Richtung, wo wir sagen, okay, das ist jetzt heutzutage fast schon Usus, dass man, wenn man sagt, wir machen schon einen Splatterfilm, dann so sehr in diese Richtung geht. Ansonsten mag ich dieses Szenenbild, was aufgegriffen wird, Kleinstadt Harlow, das ergibt immer so einen isolierten Blick. Ich mag auch die Musik, die immer wieder eingepasst wird, das fügte sich für mich und dass die Kamera da immer voll drauf bleibt, finde ich vor allem, dass die Effekte in den meisten Teilen wirklich gut aussahen für einen Film, der nur in Anführungszeichen 20 Millionen Dollar gekostet hat. Das ist kein so großes Budget dafür, was auf die Beine zu stellen, was was mich zumindest oder mir zumindest sagt, okay, das sieht ja auch nach was aus und deswegen muss ich sagen, am Ende für Splatter-Fans wahrscheinlich eine Nummer, macht einen recht kurzen Prozess dieser Film, auch in der Lauflänge, also 74 Minuten, das ist schon keine richtige Spielfilmlänge mehr, unbedingt. Man sieht tatsächlich auch wirklich fast alles und ich mag eben diese Ironie, die manchmal aufgegriffen wird und die Doppelmoral. Da steckt so ein ganz kleiner Ansatz an Sozialkritik drin, wo ich mir gedacht hätte, bau das noch ein bisschen mehr aus, dann wird das zynischer, statt nur auf dieser blutigen Blutlachen-Ebene diesen Film funktionieren zu lassen. So sind es für mich die Hintergründe zu Pseudo, die ein bisschen aufgebaut werden. Da braucht es diese Exposition nicht, dann lass sie gleich ganz weg. Dann machst du ganz klassisch Gruppe Teenager oder irgendwelche in ihren Twins verlaufen sich irgendwo hin und wahrscheinlich kommt niemand mehr wieder. Dann lassen wir es ganz klassisch dabei. Ist eine Kost, die kann man in diesem Genre dann eher fast abliefern, statt diese absolute Absehbarkeit und nicht funktionierende Veranlagung der Figuren einzubauen. Am Ende gebe ich in The Texas Chainsaw Massacre, die 2022er Version auf Netflix, 6,5 von 10 möglichen Punkten als Horrorsplatter-Film, weil da habe ich ihn okay gerne angeguckt. Insgesamt 4 von 10 möglichen Punkten, aber auch schon mit Zug nach unten Richtung 3,5. Und damit bin ich am Ende meiner Review zu The Texas Chainsaw Massacre seit gestern auf den deutschen Netflix-Accounts anschaubar. Ja, so kriege ich ungefähr einen Bogen. Und da wünsche ich euch ganz viel Freude, wenn das euer Genre sein sollte. Und ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.